Ja, nun, wir sind an einem ganz wichtigen Ort für nicht nur Amberg und die Oberpfalz, sondern für das ganze Bistum Regensburg. Und die Menschen, die hierher kommen, haben die Sehnsucht, auch im Glauben gestärkt zu werden. Und da ist eine solche Passionskrippendarstellung ein ganz wichtiges Element, neben dem vielen anderen, was in dieser Kirche natürlich auch unschätzbaren Wert hat. Aber wenn ich so mir erzählen lasse, wie viele Menschen gerade auch zur Krippe auf den Berg kommen, dann bestätigt das meine Ahnung und auch mein eigenes Erleben, meine eigene Erfahrung, dass einem da das Herz aufgeht. Ja, unsere Maria-Hilfberg-Krippe ist weit über Amberg hinaus bekannt. Wenn Amberger kommen, die, sage ich mal, in der ganzen Welt verstreut sind, die erzählen uns immer wieder, wenn wir nach Amberg in unsere Heimatstadt kommen, dann besuchen wir, oder das ist für uns Pflicht, die Krippe zu besuchen. Krippen mussten sich immer wieder durchsetzen, gegen die staatliche Obrigkeit, aber auch manchmal gegen die kirchliche Obrigkeit, weil man sie vielleicht nicht für ganz die große Kunst gehalten hat oder dem Heilsgeschehen nicht würdig. Ich bin da ganz anderer Meinung und es setzt sich gegenwärtig, glaube ich, wieder durch ein tieferes Verständnis auch für diese Formen der Volksfrömmigkeit, die ja nicht irgendwie etwas Naives sind, sondern dem Glaubensgrundsatz ja entsprechen. Gott ist in Jesus Christus Fleisch geworden, er ist Mensch geworden, hat sich anschaubar, anfassbar, berührbar gemacht. Er ist als Bild des ewigen Vaters erschienen. In ihm können wir Gott begegnen. Und von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass die Krippen auch ihre Verkündigungskraft in Zukunft noch stärker entfalten können, als das im Auf und Ab so der Geschichte auch, wo es immer wieder bilderstürmerische Phasen gegeben hat und dann wieder eine höhere Wertschätzung des Bildes, als es das vielleicht vor 30, 40 Jahren hatte. Jetzt sehe ich da auch eine gewisse Konjunktur. Ja, das ist er, ja, ja. Naja, das ist eine große Ehre, wenn ihr der König sein wird. Unsere Maria-Hilfberg-Krippe wird seit 1722 aufgebaut. Und dann kam im Jahre 1849 der große Glücksfall für Amberg. Da kam der Franziskaner, Bruder Vinzenz Hafner hieß der, nach Amberg und der hat die Krippe praktisch geschaffen. Er hat sämtliche Figuren gemacht, bekleidet. Die Köpfe, also die Körper sind aus Holz geschnitzt, die Köpfe sind aus Wachs mit eingesetzten Augen aus Glas, also Glasaugen. Und er hat die Haupt- und Barthaare alle einzeln eingestochen. Also es war eine unheimliche Arbeit für diesen Franziskanerbruder, den neben ich sage jetzt mal, nebenbei war er auch noch Pförtner und Klosterschneider. Und deswegen scheinbar hat er diese herrlichen Figuren so begleitet. Ich bin gerade dabei, mir einen Überblick zu verschaffen und ich entdecke fast täglich neue Schätze. Und ich kann dafür nur sehr, sehr dankbar sein, hier in Amberg, den Amberger Krippenfreunden mit Herrn Herdegen und den vielen, die ihm zur Seite stehen. Ich habe gerade im Turm oben den Aufbewahrungsort der vielen wunderschönen Wachsfigurenköpfe gesehen und bin ganz erstaunt und auch hier ganz überwältigt von dieser wunderbaren Passionskrippendarstellung mit den 5 Geheimnissen des schmerzhaften Rosenkranzes, die uns einladen, auch im Gebet, in der Ölbergandacht oder in der Kreuzwegandacht, das Heilsgeschehen zu meditieren, uns hineinzubegeben und auch mit Dankbarkeit uns erfüllen zu lassen für das, was der Herr für uns getan hat. Wir bauen alle 2 Wochen die Krippe um. Je nach, nach Evangelium richten wir uns danach, bis wir wechseln immer wieder ab, bis auf Darstellungen, die natürlich jedes Jahr aufgestellt werden müssen. Ich denke an die Geburt, an die Dreikönigszug und natürlich Ostern, das Heilige Grab, die Auferstehung.
Das machen wir jedes Jahr. Und zwischendurch werden eben verschiedene Evangelien aufgestellt. Und wir können mit unseren Figuren, mit unserem Fundus, ja, ich möchte sagen, jedes Evangelium nachbauen. Krippen sind ein wunderbarer Ausdruck der Volksfrömmigkeit am Schnittpunkt von hoher Kunst, aber auch volkstümlicher Frömmigkeit. Und sie sind, seitdem sie vor allem im 16. Jahrhundert von den Jesuiten entwickelt und enorm vorangebracht worden sind, ein Medium der Glaubensverkündigung. Der Glaube kommt vom Hören, der Glaube kommt aber auch vom Schauen, der Glaube kommt vom, wie Ignatius in den Exerzitien es empfiehlt, vom sich vorstellen, wie es gewesen ist und seinen eigenen Platz suchen im ganzen Heilsgeschehen, dabei sein, mit allen Sinnen aufnehmen, was Gott für uns in Jesus Christus getan hat. Und das ist nicht nur an Weihnachten ein gutes Medium der Glaubensvergegenwärtigung, sondern auch an Ostern in der Vorbereitung auf das Osterfest in der Passionszeit. Und ich bin sehr, sehr froh, dass auch der Brauch, Passionskrippen aufzustellen und sehr viel Mühe sich damit zu geben, im Bistum Regensburg und in vielen Orten lebendig ist. Ah ja. Ganz wunderbar, das heilige Grab.